Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zum heutigen Stream. Wir spielen heute ein Spiel, was mir mal wieder von einem Entwickler geschenkt wurde. Nämlich das Spiel Astral Ascent. Ein Roguelite-Game, so also mehr Beat'em-up-mäßig. Ich habe nur in den Trailer geguckt und in die Beschreibung. Also, soweit ich das verstehe, müssen wir uns hier durch ein galaktisches Gefängnis hier prügeln. Ich gucke sicherheitshalber nochmal in die Beschreibung vom Spiel. Wir spielen einen von vier Helden, der in einem astralen Gefängnis ist, die von 12 mystischen Bossen beschützt werden. Und ja, da dürfen wir uns durchprügeln. Das Spiel kann man hauptsächlich nur mit Controller spielen. Zumindest sagt mir das Spiel das selber. Ich bin schon gespannt, was mich hier erwartet. Also, wie gesagt, ich habe nur den Trailer gesehen und ich habe überhaupt keine Ahnung von der Steuerung. Kann ich das auch auf Deutsch stellen? Einfach mal ausprobieren? Nein. Controls. Okay. Keyboard und Maus würde auch gehen. Dann würde ich lieber an der Tastatur und Maus spielen. Zumindest, falls sich das so besser ergibt. Ich stelle das mal erstmal auf PlayStation und gucke, ob ich da so gut spielen kann. Ich habe halt, wie gesagt, keine Ahnung von dem Spiel. Es wurde mir geschenkt von einem Entwickler. Und ich bin einfach gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich habe halt echt überhaupt keine Ahnung. For centuries, the galaxy has been Ich shaken sehe nur by eine an Sequenz. endless war. Also packe ich mich aus dem Bild. Das wird schon A passen. brutal conquest led by a bloodthirsty general. He's called the Master. His armies of soulless, replaceable creatures crush and invade planets in an instant. Then the Master arrives and selects a handful of survivors, the strongest, the bravest. The smartest. The rest must choose between obedience or death. The prisoners of the Master are scattered in astral prisons, museums to the glory of this vicious war. 12 supernatural and overpowered beings guard these astral prisons from which no one can escape. The Zodiacs. To carry out my mission, I found a way to infiltrate the garden, the central prison. A trip without a way out. My mission? Eliminate the Master. I'm in the garden. The central prison. Okay, ich muss die Charaktere nicht vorlesen. Das ist schon mal According to my schön. intel, there should be a prisoner outpost nearby. Let's find it. Aber vorher mache ich das Spiel, glaube ich, noch mal ein bisschen lauter. Ich habe keine Ahnung von der Steuerung, ne? Okay, so springe ich. So greife ich an. Ich habe einen Dash auf der Taste. So was wie hinhocken scheint es nicht zu geben. Ach, ich bin auch gerade im Tutorial. Kann ich mich überall festhalten? Nee, nur da, wo diese Rillen sind an den Steinen. Okay. Okay, ich kann die Angriffstaste gedrückt halten. Ich muss sie nicht rein spammen. The master spawns are here. This shouldn't be a problem. Hallo. Ja, passt doch so. Someone's been training here. Maybe these prisoners.
Wie komme ich dahin? Okay. The gravity is slightly different. Wenn ich einen Gegner in der Luft treffe, dann kann ich nochmal springen. Okay. Ist das eigentlich auch ein Angriff? Nö. Mein Erzfeind. Sie können viel Zauber haben. Okay. Okay. No more mana. Verstehe. Es ist halt ein Roguelite, ne? Das darf man nicht sofort vergessen. Also, ich kann Sachen sammeln. Entweder sind sie gut oder sie sind kacke. Mit welcher Taste nehme ich es mit? Ach so. Ach, jetzt habe ich das dort ausgerüstet. The masters everywhere. My school trained me well. These foes are first year material. Easy. Okay, was habe ich jetzt auf L2? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Ich kann stampfen. Ich habe den Pilz zerstampft. Er hatte keine Chance. Ich hoffe, diese Prisoner sind freundlich. Und während des Dashs bin ich unverwundbar, wie es scheint. Was ist denn hier rechts? Eine Kiste mit diesen Kristallen. Bestimmt kann ich mir damit später Sachen kaufen. Was mache ich denn mit L2? Signature-Spell und L2 ist Hallen. Ich spiele übrigens über den PC. Ich durfte mir von dem Wickler her aussuchen, für was für eine Plattform ich haben will. Der hat mich extra gefragt. Okay, Spielprinzip ist relativ einfach. Shadows Marcus lost unique signature spell. You can teleport behind and stab an enemy when using it. Ach, jetzt darf ich das erst nutzen. I shouldn't be too far now. Oh nein, Nindeid. Okay, ich verstehe langsam. Ich bin ja generell ein Fan von Roguelite-Spielen. Das Spiel macht mir eigentlich jetzt schon ein bisschen Spaß. This place is even bigger than I anticipated. The Master, he's hiding somewhere behind these worlds. The fate of the galaxy is in my hands. Okay, Mädel.
See? I was right. I knew someone was breaking in. Excuse me. Who are you? My name is Isla, and I'm here to deal with the master of these prisons. Girl, I don't know if you're bold or reckless. What she means is, you're in the right place. Come with us. Okay. Thank you. No matter how determined I am, I'm going to need allies in this mission. Das ist Astral Ascent. Thank you again. Wird Ostal, reach the garden. Okay. Unfortunately, 2 days isn't enough to tell you everything about the Zodiacs. Fighting them will teach you much more. What you need to know is that the Zodiacs are defending the path to the Master. Die Zodiacs sind die Fieslinge hier, die Bosse. So, my mission is simple. Defeat the 12 Zodiacs to reach the Master. Exactly. You'd better go see Sova, the Big Owl. She'll fly you out of the garden. Triff die Eule. Spring ins Feuer. Wo finde ich Eule? Du bist keine Eule. Hallo? Kennt wer von euch eine Eule? Du bist auch keine Eule. Wo finde ich Eule? Da war was. Ernst gemeinte Frage. Wo genau muss ich hin? Ach, da unten rechts. Ich hab das jetzt erst gesehen. Wow, eine Challenge war das. Finally, our little trespasser wishes to face the master. Ja, das würde ich gerne. Das würde ich sehr gerne. First, I need to fight the prison's guards, the Zodiacs. At least you listen to your teachers well. Before you go, don't forget about our new prisoner, Karen. He was brought in during your training. Okay. Ich habe einen neuen spielbaren Charakter. Oh, ich könnte das Spiel sogar mit jemandem zusammendaddeln. Wusste ich gar nicht. Wahrscheinlich über ein paar Sekunden wieder. Let me know when you're trying an escape so I can join. Join right away? Shouldn't you prepare first? Prepare? Oh, no. I punch first and ask questions later if I remember them. But yeah, I'll be here if you need some muscles. Okay. But you two are not the only prisoners in the garden. Why don't you introduce yourself to our little community when you are ready nicht. To go? My wings will carry you to the entrance of the fragmented plains. From there, it's up to you and your skills. Okay. I'm bored here. Nothing to do. I need to get out there and punch skulls or something. Yes. Ich nutze den mal. Will ich gleich mal ausprobieren. Okay. Der kann ja kontern, ne?
show you what. Ich finde die Frau besser. Hallo. Hello. I hope I'm not bothering you. Ayla of the Order of Coalescent Sisters. The one who exists to kill. I wish to prove that the Order has a just cause. We do not believe in random acts of kindness. Everything here must be business. Okay. Was immer du meinst, Dude. Hello. You're Zimzim, right? Ayla! Nice to meet you! How do you feel? Feeling good. Today, anything seems possible. I like that! Let me know if you need a little boost. I'm right here. Okay, bei der kann ich mich boosten irgendwie. Ach, mit L1 kann ich die Dinge auch durchswitchen. Such a mighty figure. What a lovely day to meet you, Seer Boppy. Oh, you must be the famous. Hast du ein bisschen was von dem Hamster? Did you know I am carefully watching your progress? I know, and I strive to be the best. I will prove myself to my order and to you as well if you wish it. I am pleased to hear that, my dear assassin to be. Okay, ein paar muss ich noch anquatschen. Perfect timing. You must be Alun. Exactly right. And you must be Ayla? Well, I'm the resident stylist here. I'm not sure. Style is one of my skills. Sorry. Doch, hast Style, Edel. I had noticed. Come, hear our wisdom. I think he's asleep. Excuse me? Oh, sorry. We were thinking about something really quite hard. Okay. We? Who's we? This pack of Yalis and myself. We went through so much together. We deserve to be a we. Everybody's impressed, Ayla. Iki! Hello. Anything else I can do for you, Ayla? No, not at all. I just wanted to thank you for everything. That was nothing. I liked training you. Felt young again. So. Mit dir muss ich noch reden, ne? Bei den anderen kann ich jetzt nichts mehr machen. I wish you a good day, Sova. Pleased to see mana still exist outside of this garden. I was trained that way. Your sisters did well. I personally have high hopes regarding your efforts. Klingt doch gut. Und es will jetzt keiner mehr was von mir, ne? Also ich sehe jetzt hier nicht, dass in irgendeiner Ecke jemand was von mir will. Also, flieg mich mal irgendwo hin. Oh, I love hiking here. Hm? Ah, ich kann mir hier noch eine Fähigkeit mitnehmen, oder wie? Salvage for Quartz? Achso, dann kann ich das in diese Währung umtauschen, falls ich das nicht haben will. Wie aktiviert sich das? Ach, das kann ich mit den normalen Knives austauschen. Okay. Ist bestimmt nützlich an der einen oder anderen Stelle. Ich klopf dich da rein. Du gehst mit mir zu Mr. Riesensteinmann. This is the prowess tree.
By leveling up your character, you can unlock prowess that will add effects to your basic attack. Or signature spell, okay. Wenn ich einen Teleport nutze, einen Feuerschild für 4 Sekunden. Ein Spirit Sword, wo ich nicht weiß, was es macht. Ach, das haut ab und zu die Gegner. Welches davon ist Shadow Mark? Ach, da, meine Fähigkeit. Okay, alles drei bezieht sich auf den Signature. Ich würde sagen, ich nehme das Schwert. Okay, ich krieg Belohnung für was ich hier auch mache. Ich denke mal, diese Keys, die brauche ich. Nehme ich mal das, was schwerer ist. New places, new challenges to face. Okay, das da oben will mir einfach nur sagen, es wird gerade gespeichert. Und dann soll ich das Ding einfach machen lassen. Time to draw the blades. Aua. I'm out. Zack. Aua? Okay, ich muss vorsichtiger spielen. Ich habe 3 Keys. Ich weiß nicht, wofür die sind, aber ich habe 3. Exploration Room. Hui! Aua. You collected a healing shard. Ah, ich kann davon 5 sammeln. Wenn ich 5 davon habe, kriege ich einen Bonus-Heal. No more scars. Okay, ein Einzelner heilt mich nicht sonderlich gut. Ach, dafür sind die Keys. Wenn ich ein paar Keys mehr hätte, dann könnte ich mir das da gönnen. Gib mir mal mehr Leben. Böse. Okay, diese Heildinger, die will ich mir aufsparen, bis ich 5 habe. Weil sie dann erst was bringen. Das Ding kann ich zerkloppen. Bam, 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 bam. Aua.
tot. Okay, das habe ich geschafft. Da kriege ich wieder Schlüssel. Da werde ich geheilt, ne? Ich habe gerade echt wenig Leben, ich nehme das Heilen. I need to meditate. Muss ja nicht unnötig was riskieren. Ich setz mich hin. My feet hurt. No one can know but me. Ich habe hier gerade gut gesessen. Okay. Ich könnte mir Healing Shards hier holen, wenn ich 6 von diesen Sternen habe. Also wenn ich die höheren Schwierigkeitsgrade mache, dann kann ich mir auch bessere Sachen hier holen. There might be something valuable in here. Ich nehme mal das Ding hier mit. Statt einem von denen. Ich weiß nicht, was denn das da für ein Reward ist. Diese Schlüssel, die brauche ich ja. Es wird ja so oder so immer schwerer und schwerer. Die Dinger kann ich zum Angreifen nutzen, okay. Hätte ich doch nur Schlüssel. Was ist das da für ein ominöses Etwas? Zack. Okay, verschwindende Plattform. Tschüss. Das Ding ist praktisch, diese Blume da. Was genau ist Swiss? I feel powerful. Ich will Schlüssel haben. So viele. Let's proceed. I knew it. An ambush. Ach, warum müssen die mich dann immer überfallen?
Fieslinge. Aua. Angriff, mein Schwert. Und tschüss. Wie schließe ich? Ich will das mit dem Meerstern nehmen. Let's not stay here too long. Aua. Ich hätte das gern mal. Oh, fiese Raum. Und tot. So langsam komme ich in das Spiel rein. Okay, ich habe jetzt 5 von diesen Charts. Stimmt, ist das dann ein Full Heal? Und momentan brauche ich das ja nicht. Managing so far. Warte, ich kann mir doch bestimmt mein Inventar angucken. Was ist überhaupt Wrist Damage? Ich weiß gar nicht, was Wisp ist. So hilft mir relativ wenig. Mich interessieren die Schlüssel mehr. Ich würde sagen, bisher stellen wir uns ganz gut an. Tschüss. Der wäre weg. So, einer weg. Schwert finde ich bisher am nützlichsten. Steht irgendwo, was es mit diesem Wisp auf sich hat. Wisp. Ach, das wäre, wenn ich so einen Wisp hätte. Das ist irgendwie, dass man beschwören könnte und das hätte dann jetzt mehr Damage. Okay. Schwierigkeitsgrad wird auch immer höher, aber es fühlt sich nicht schwerer an. Bisher komme ich ganz gut klar. Was ist diese Feder? A feather for my spells. Ah, das macht das Level höher von den
in Teilen hier. Mach das mal bei dem Tornado. Sehr stärker. Hey, nicht grapschen! Er grapscht mich einfach zu sich. Dieser Bild ist auch immer lustig. Einfach ein paar Mal draufspringen, um so in der Umgebung ein bisschen Schaden zu machen. Oh, was ist das denn? Velocity? Ich darf nicht vergessen, dass ich diesen Spell eigentlich spammen kann. Andromedas Bar. Oh, was für eine schöne Gegend. Einfach mal sitzen und die Sehne baumeln lassen. Ist doch immer schön. Welcome, have a seat. Hallo. Hello? What is this place? Gute Frage. Customer, I'm Andromeda and I welcome you to the old Medusa head. This place is very cozy. That's nice to hear. I want this place to be a haven for everyone. Come closer, I don't bite. Okay. Ich kann mir jetzt für die Sterne hier was gönnen. Ich habe 26. Gib mir mal mehr eine Stärke. Bisschen schneller angreifen. Mehr Max-Mana. Dafür sammle ich die Sterne. Wenn ich Sterne habe, könnte ich mir davon auch das andere kaufen. Okay, hier kann ich diese Kristalldinger ausgeben. Natürlich habe ich. Lock an Gambit Slot. Ah, okay, damit kann ich denen noch Effekte geben. Kauf mal das. New Gambit. Mach das mal auf den hier. Man kann nicht Effekte draufpacken. Das packe ich mal auf diesen Drehangriff. Ich habe ja noch 100, dann nehme ich mir das hier auch noch mit. Mit dem anderen Ding mache ich so ein Ding überhaupt erst frei, was ich, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ich kann den Altar jederzeit zurücksetzen. Ich kann das so auch zu Sternen umwandeln, okay. Dann gönne ich mir den hier noch.
den hätte ich sehr gern. Der klingt richtig gut, aber ich kann mir nichts mehr leisten. Und jetzt habe ich einen Bossraum vor mir. I'm not alone in here. Einfach mal mit einer Sequenz rechnen? Ich würde sagen, ja. Einfach mal mit der Sequenz rechnen. Das passt dann schon. Ja, richtige Entscheidung. Hey there, new face. I'm Taurus. We're the jailers here, and you, well, you're the prisoners. End of the line for you. You are not my target. Please let me through. Me and my fellow Zodiacs, we have one job. Unfortunately for you, it's to stop you from leaving. Nothing personal. Okay. I see. At any rate, I knew I would have to beat the pawns before I could meet the master. Erster Boss. Zum Glück sieht man immer, wie sie angreifen wollen. Ja, ich wollte gerade heilen. Don't blame me, loser. Na, guck mal, da sehe ich auch die ganze Menge, die ich umgenietet habe. Und irgendwas habe ich da gemacht. Ich wollte mich gerade heilen. Okay, ich kann mir da auch jetzt Sachen kaufen. Scheinbar. Ah, I was expecting you earlier. Impressive. I know you're a bit disoriented, so I'll get straight to the point. If you die, you will reappear here. Every time. Before you head out again, Iki and I have a little reward for you. Okay. We gathered some sun pieces. Enough to get you started with Zimzim. Go check with her. She has ways to make you stronger. Okay. Zimzim. Das war doch die Frau mit den Pflanzen. Hab sie erreicht. Happy to report, I am now open for business. You can use my plans to increase your abilities. Pretty neat, huh? Okay. Erfolg gerade freigeschaltet. Smiley Face. Okay, ich kann mein Max-Leben hier erhöhen. Ist das generell oder nur für kurze Zeit? Ist die Frage. Ooh, a great choice. Ich believe einfach mal, dass es für immer ist. Hey, just noticed you've killed a lot of foes out there. Ja. It's so much quieter than before. Thank you. Das war alles. Okay, ich glaube, ich habe wirklich mein Max-Leben generell gesteigert. Bei dir soll ich jetzt auch was freigeschüttet haben? Have seen your face often. That is a treat to all our kind. Courtesy. Siehst du, der hätte jetzt neue Sachen, oder nicht? Stay focused, Isla. Champion Seed, come forth. Oh. Oh. Hey. An earring, is it? Did you find it while traveling to the Fragmented Plains? Far from it, Seer Bappi. It was a gift from my tutor. It serves no purpose, really.
Although it might just be jewelry, she made me promise to bring it back to her. Okay. Then it is your emblem. Take good care of it, young Isla. Bei dem anderen kann ich jetzt nichts machen? Dann mache ich bei dir noch meine Werte ein bisschen höher. Mehr Leben kann ja nicht schaden. Ich probiere jetzt mal aus, mit dir zu kämpfen. Ach, mit ihm muss man dann auch noch mal mit einreden. I am the one who oversees the garden and its inhabitants. Weird. I thought Ordon was in charge. If I were you, I would avoid mentioning her to me, young lad. I almost lost my earring during Iki's training. My tutor would have killed me. Hey, is it a good time to say hi? Hi. Always welcome you are, dearest Kieran. We appreciate your presence in our precious clan. Kieran... clan? Hey, that rhymed! So cool. We exist for poetry. You'll see in no hurry. Okay. Okay, die Upgrades gelten auch für alle. Gotta say... I really like your play, Zimzim. Oh, thank you, sweet pea. It feels nice calling it home after working so hard on it. Say, these man-eating plants and the poisonous flowers, was that part of your plan? Of course! You have no idea how full of wonders this place is. A true heaven. Naja. Alun! I am Kieran. I guessed you were. Are you going out? Dressed like that? Yeah. What's the matter with my outfit? One word. Stains. Oh, let's make it two. Food stains. We would like to have a word. Hey, I think you're the one dealing with memories, right? Right. Oh, he was sleeping. No, of course not. We were thinking. Oh, you too? Yeah, if I think too hard, I usually fall asleep. Yeah, so sieht's auch aus. We, Papa Yali and yourself are one and the same. You'll get there. Iki, right? Kieran, glad to see you. How are you settling in? I'm okay. Eager to get out and fight until my knuckles bleed. That's what I like to hear. Pantheon? Ein wahrer Held. Ach, das sind die Creator. Nice armor, dude. Big muscles and a funny tongue. It is a pleasure to meet you, Kieran. I was wondering, isn't your fur good enough armor? It isn't, Kieran. One must be wearing armor to be respected as a knight. Ja. Dann probieren wir ihn aus. Great day for a great adventure. Okay. Das hier kann durchprügeln, also nehme ich das mal. Und damit kann ich auch mehr oder weniger ausweichen. Hallo.
Schwert war gerade eben nach wie vor gut. Immer auf die Schlüsse gehen. Und auch auf viele Sterne. Okay, das muss man sehr gut timen. Diesen Konter. Ecke, Schlüssel. Ich gehe immer das mit mehr Sternen. Habe ich am Ende mehr von. Habe ich gerade eben zumindest gelernt. Aua. Okay, wenn ich die angreife, dann unterbreche ich auch ihren Zauber. Die Feder nehme ich. So, dieser Kick wurde jetzt sogar noch verstärkt. Ich habe es geschafft, ich habe den Konter eingesetzt. Okay, ich finde diesen Konter zu timen ist echt schwer. Dieser durchschlagende Angriff ist aber recht gut. What's next? 3 Sterne, 2 Sterne. The new world. Okay, ich habe den Konter hinbekommen. Wenn ich den perfekt schaffe, dann hat er auch einen wesentlich höheren Cooldown. Und verkackt. Geschafft. Und dieser durchschlagende Faustschlag ist auf jeden Fall recht gut. Vor allem gegen mehrere Gegner. Aber die Frau gefällt mir bisher trotzdem mehr. Ancient Ruins. Ich will ja Verschiedenes hier kennenlernen. Okay. Let's keep going. Looking for a fight? Oh, enrage. Ich sollte da einmal in diesen Glossar gucken. Barriere macht, dass der Schaden runtergeht, das war klar. Velocity macht den Angriff in Geschwindigkeit höher. Und Enrage macht natürlich Angriff höher. Alter, gibt es hier viele Effekte. Aber den Konter geschafft.
Bin fast am Verrecken. Da kriege ich irgendein Gambit. The New Worlds. Lecker Pflanze. Dieser Konter. Einen Hit noch und ich bin tot. Hab's mal hingekriegt. So, Healshot? Okay, es heilt einen nicht komplett. Das waren nun Teil zum Freischalten, ne? Ich habe 7 Keys gerade. Ich nehme das hier. Stärke, Armor. Mehr Angriff. Was macht Slime? Okay, es ist einfach nur ein Geschoss. Okay. Spark macht natürlich Damage. A Ball Full of Energy sagt mir halt nichts. Ich nehme das hier, weil es die höchsten Chancen hat. Würde ich sagen. Wo mich dieser Orb interessieren würde. Bei den beiden weiß ich, dass das ein Angriff ist. Aber was macht der Orb? Packe ich dann hier drauf. Infinite Caravan, here I come. Punch it down. Okay, bei den Affen aufpassen. Aua. So, die fliegen dann erstmal weg. Okay, diese Lightning Orbs, die sind offenbar auch sehr geil. Die haben gerade die Gegner einfach angegriffen ohne Ende. Ich nehme jetzt auch mal ein bisschen hiervon mit. Keys habe ich ja gerade recht viele. Ah, Movement Speed. Ich nehme mal die Federn. Dann mache ich mal das hier stärker.
So, Konter gut gesetzt. Tschüss. So, ein bisschen davon. Immer mehr Schlüsse mitnehmen. Und mehr Sterne. Die greifen für mich an, diese Orbs. Okay, ich habe das Timing bei seinen Angriffen noch nicht komplett raus. Muss auf die grüne Kugel achten. So, ich bin wieder bei der Bar angekommen. Die kommt offenbar genau vor dem Boss. Looking for something to drink? Okay, good to go. So, ich gönn mir einmal da. Whoa. Where am I? My name is Andromeda. Welcome to the old Medusa head, my dear Kieran. You know me? What kind of bartender would I be if I didn't know everything happening outside? Ja, hat sie recht. Weniger Schaden. Angriffsgeschwindigkeit. Stärke. Nehme ich nochmal die Stärke. Ich irgendwie dazu käme, das Ding da. Ich würde eine Aura dazu bekommen, ne? Ne, dann nehme ich lieber die Stars. Kann ich mir nämlich den da auch noch gönnen. I need to sit down just for a second. Wir müssen das, was passiert ist, uns nochmal ins Gedächtnis rufen. Okay. Patentification. Ah, da kann ich den Angriff von dem Gegner senken. Ich würde mir sagen, ich gönne mir die Gambits hier. Das mache ich mal auf den Nackelding da. Das packe ich auf das Eis. Das mache ich auch auf den Heap hier. So, Bosszeit würde ich sagen. Don't overdo yourself out there. My body is ready. Ich weiß nicht, ob derselbe Boss nochmal kommt. Okay, es kommt derselbe Boss nochmal. Die sind in Reihenfolge. The name's Taurus. I'm one of the 12 guardians of this place. I am Kieran, and I will get out of here. They all say that. Then I play with them until they break. You think this is a game? Good.
I'm gonna win, and then I'm gonna get out of here. Aua. Ich wollte das blocken. Ja! Ich habe das geblockt. Okay, er hat eine heftigere Phase gerade eingeleitet. Das war einfach zu verstehen. Ach nö. Ich habe verstanden, dass ich da in Bewegung bleiben will. Ich habe ihn besiegt. Wow, that was a blast. Who would have thought your little fist would be so powerful? I train hard. And you'll need to train even harder. You still have 11 Zodiacs to defeat. Good luck to you, Kieran. Will ich ihn mit jedem Gegner einmal besiegen? Also mit jedem Helden? Ich habe mit einer Sequenz halt jetzt noch gerechnet. Aber es kam keine. Okay. Und dann kann ich diese Wisps rufen. Ich nehme mal das hier. Jetzt habe ich, wenn ich einen Zauber nutze, dass wenn die Zauber sich refreshen, dass dann die Viecher gespawnt werden. Okay, jetzt bin ich hier im zweiten Gebiet. Dry air. Feels like the infinite caravan. Und ich kriege noch mal ein Upgrade. Okay, Basic Attacks, ein Feuerschild. Ich würde sagen, ich nehme den Schild. Ach, für jedes Level kann ich mir was mitnehmen. Okay. Ich mach mal, dass ich Viecher spawne, wenn ich den Konter schaffe. Das hier klingt ganz lustig. Aber wahrscheinlich nur, wenn ich auch treffe. Also nach wie vor immer das mit mehr Sternen nehmen. Damit ich möglichst viel vor dem Boss noch mir kaufen kann. Das Spiel macht auf jeden Fall Fun. Okay, jetzt gerade habe ich das geschafft. Jetzt habe ich diese Wisp da.
Und da sind diese komischen Bombenviecher. Ne? Hoppa. Oh. Es gibt aber nur einen Stern. Na gut, die geben alle nur einen Stern. Dann nehme ich das hier. The new world. Was ist das da? Eine neue Art von Falle. Okay, sie macht den Gegnern aber auch Schaden. Braucht dringend einen Heal. Lustig. Ich nehme die Federn. Mach das hier. Will ich da durchdashen? Ja. Hilfe, Laser. Er hat sich selber umgebracht. Ich brauche einen Heal. Okay. Ich habe keine Eisdoll, also nehme ich das hier. Und ich nehme den Heal, weil ich bin fast am Sterben. Yes, refreshed. So, danke. So much gold. Okay. Mehr Summons bitte. Oh, hi. Bit smelly. Weiteren Slot. Ich will das Ding mal haben. Aber das würde mir, glaube ich, gerade nicht viel bringen. Weil die Spells, die zwei Fist-Dinger, die sind, glaube ich, echt kacke. Ach komm, ich will den haben. Ach, ich kann alles drei mitnehmen. Dann packe ich da noch die Missiles drauf. Ist ja gut, Mr. Wahl, ich gehe ja schon. Void. Da kann ich einen Slot unten Gambit Ding. It's freezing out there. Oh, was ist denn das für ein cooles Gebiet? Oh, ich habe einen Boss hier. Au. Au. Thank you.
Ich habe ihn besiegt! First try! Ich habe Pegasus besiegt. Es war ein Mini-Boss. Ich glaube, die Sterne waren sogar wesentlich mehr. So, da maximale. Ich nehme mal dieses Passivieren auch mal hier drauf. Obwohl, das habe ich da schon. Ne, dann nehme ich das mit der Eisdoll. Sind alles 4 Sterne. Nehmen wir das hier. Easy peasy. Nice taste. Weird. Weird. Tschüss. Ich nehme das hier mal zur Abwechslung. Ich darf mir diesmal 2 nehmen. Okay, man versteht dieses Spiel echt schnell. Um Gottes Willen. Mit dem Ding will ich mich, glaube ich, gar nicht anlegen. Ich weiß nicht mal, ob ich es kann. Ich nehme das oder auch nicht. Nee, die beiden, die ich gerade habe, finde ich richtig praktisch. Und das mit mehr Sternen, ne? Haben ja gelernt. Da wird jetzt mittlerweile zerlegt. Das ist einfach so ein dicker, fetter Golem. Ich bin fast tot. Zumindest wäre ich fast gewesen. Nimm die hier. Damit ich gleich auch ein bisschen im Laden kaufen kann. Mehr Max-Leben. Angriffsgeschwindigkeit. Ah, das da war dieser Eisdor, die piekst dann in den Gegnern rum.
Ich glaube nicht, dass ich das Ding angreifen kann. Ja, meine normalen Angriffe können ja auch diese Viecher beschwören. Dann kriege ich wieder irgendein Gambit-Ding. Ich hätte gerne aber ein paar Schlüssel mehr. I'll be done in no time. You wanna fight? Ich weiß nie, ob ich runterfallen will. Another elite from our collection. Ich hab irgendwas gemacht. Hilfe. Hilfe? Der Typ ist so ein Angeber, ne? Den ich hier gerade spiele. So, Andromeda Bar. Jetzt kann ich mir wieder ein paar Sachen kaufen. Good day to you. Oh, Hilda. Ja, ich muss mich heilen, sonst schaffe ich den Boss gar nicht erst. Angriffsgeschwindigkeit finde ich ganz praktisch. Nehme auch mal Armor für weniger Schaden. Ganz ehrlich, Kraft ist besser als Geschwindigkeit. Ich will das mal nehmen. Kann ich die Dinger verbessern? Ich nehme mal den Wispcaller. 370 habe ich. Okay. Was haben wir hier? Eisbord und Vulnerability muss ich noch mal kurz gucken. Ah, das macht den Schaden an sich höher. Und die Eisschwerter, stehen die auch irgendwo? Ach, das greift einfach nur an. Davon kaufe ich mir auf jeden Fall eins. Ich gucke gerade nur welches. Am ehesten würde ich sagen, die hier, weil ich da nicht in den Gegnern drin stehen muss. Außerdem habe ich da wesentlich mehr Zeug drauf. So, da habe ich schon was drauf, dann nehme ich den hier weg.
Dann tausche ich da das einmal aus mit diesem Wunderbrilli. Und ansonsten spare ich mir auf. Bye. Falls ich den Boss schaffe. Okay, Karen. You got this. Also ich muss mich durch 12 Ebenen es in einem Run schaffen, durchzuprügeln, um zu den Endboss zu kommen. Stimmt, hat man hinterher solch starke Boost, dass es wirklich einfach wird. Stop right there. I, Leo, order you to turn around. So you should know I'm not really into following orders, so let me through. Over my dead body, then. Okay, I follow some orders. Aua. Hilfe. Irgendwas tut er. Ich wollte gerade den Konter machen. Der Konter ist praktisch auf jeden Fall. Aber dieses Teleportieren finde ich wesentlich praktischer. Tatsächlich. Wir haben zwei Götter besiegt. Beziehungsweise zwei Bosse. In einem Run. Ich finde, wir haben gut was erreicht. Ich habe viele Sachen freigeschaltet. Achievement? Den Konter, den musst du halt auch perfekt timen, ne? Ich bin sicher, du hast dein Bestes gemacht. Iki hat dich gut trainiert. Bevor du wieder rausgehst, möchtest du den Poetic Peddler besuchen. Sie können deine Skills helfen, increase your skills variety. Okay. Erstmal. Na, ich darf noch nicht. Welcome to our shop, dearest customer. We hope in time you will become a regular. Okay. Das ist jetzt so ein Skillbaum für die ganzen Charaktere, ne? Wo ich dann die Skills freischalten kann. A nice value. Thank you. Bei ihm kann man bestimmt auch den Konter stärker machen. Sage bestimmt, nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich alles die Spells, die ich dann finden kann. Die schalte ich damit frei, dass ich die einfach nur finden kann. Adventurer,
I love Gambit. Do you love Gambit? Like the Zodiacs, I can tell you love them to bits. Okay. Let me show you what I can do. Schade, dass ich nicht standardmäßig einfach auf diese einen machen kann. Your first skills you have found. To you now, they are bound. Skills, skills, skills. Remember the glory of this sound. Okay. Come take a look. Bei dir? Taurus. His strength took me by surprise. I can see that. The dude is very strong. Very muscular. I didn't hear anything. Hey? Kann das Mana auch standardmäßig erhöhen? Gönne ich mir einmal. Dann würde ich einen Run jetzt heute noch versuchen. I have faith in you, child. The sun's shining a lot today. Electric Scorps, Toxic Bomb. Ich nehme das. So, jetzt kann ich mir wieder was mitnehmen. Ich nehme mal das mit dem Burning. Destiny awaits. Vor allen Dingen diesen Teleport, den muss ich ja nicht timen, ne? Als ob ich von Anfang an Schlüssel dabei hätte. Also ich bitte dich, Spiel. Hier ist nun hier. Das sehe ich mir mal auf, falls da gleich ein Gegner kommt, dann kann ich mich nochmal hochheilen zur Not. Genau das meine ich. Jetzt habe ich hier noch ein Heal zur Verfügung. Hier ist Sleemers. Was macht Nimbus? Ah, ich mache eine Gewitterwolke und die schlägt dann die ganze Zeit auf die Gegner ein. Ja, klingt besser als das andere. Was bist du denn?
Ich habe das Ding empfangen und das hat mir was geschenkt. So, jetzt kann ich mir diese Feder gönnen. A gift from the skies. This improved my spell. So, die Bombe wurde verbessert. Tellery Crunes, wieder das hier. Ah, wieder ein Spell. Das klingt, das hier klingt praktischer. Ich brauche Schlüssel. Als oder das da. Ich gehe hier hin. Das andere hatten wir schon gesehen. Okay. Okay, ein kurzzeitiger Boost. Puh. Ich frage mich, ob sich das auch beim Boss aktivieren kann. Ich denke mal eher weniger. Ich würde hier das hier nehmen, weil ich dann ab und zu geheilt werde. Das klingt für mich praktischer. Last mistake you'll ever teilweise echt konzentrieren, ne? Boah, gut, dass die gerade alle in der Gruppe standen. Weiß ich ja schon, wie sie funktionieren. Aua. Falsche Richtung. Angriffsgeschwindigkeit, Stärke, Angriffsgeschwindigkeit. Ich finde, das Upgraden würde sich nicht lohnen, so wirklich. Dann kommt er halt früher und der Schaden wäre ein bisschen höher. Könnte ich mir lieber ein bisschen Max-Leben davon.
A spell. So, ich habe mir einfach den Spell da gekauft. See you soon. So, vielleicht kriege ich ihn ja diesmal Platz. Mit ihr. Mit dem Kerl habe ich das schon geschafft. Kann ich diese Sequenz überspringen? Nee. Oh, das war jemand Neues. You must be Isla. I have heard of you and of your skills. Okay, ich mache offenbar trotzdem einfach dann den Avatar aus. Kann jederzeit ein anderer Gegner dort kommen. The name is Virgo. In a past life, I was a brilliant strategist. Well, ich war auf diesen Typen gefasst, weil er hier zweimal hintereinander auftauchte. Also es ist echt komplett random, welcher Boss. Aua. Okay, man kann ihr recht einfach tatsächlich ausweichen. Sagte ich, und dann passierte das hier. Okay, das war ein heftiger Boss. Danke, Iki. Okay. No further. Nochmal einen Boss habe ich jetzt nicht geschafft. Aber auch mal zumindest irgendein Level up. Noch mehr Upgrades? Vielleicht kann ich ja jetzt endlich so diesem Achievement gucken, was die mir bringen. Vielleicht kriege ich ja dafür irgendwas. Unlock Sire Bappy. Hey. Glad you're back. There's someone I would love you to meet. Seer Bappy is a knight and a fierce warrior. He will gauge your progress and reward you accordingly. Okay, ich krieg auf jeden Fall was dafür. I represent certain interests in you and your skills. Okay. Ah, dafür kriege ich dann immer 100 von diesen Dingern. Wie es scheint. Okay. Einfach mal alles collected, was ich collecten darf. Adventurer, over here. Very happy to be on. Also hier kann ich mir immer was erholen zum Upgraden gehen. New flowers and well done with the little monsties. You killed a lot of them. I almost lost count. I can pick flowers and plants safely now. Great job. Okay. Okay, man kriegt wesentlich mehr, wenn man hier irgendwas macht. Ich würde sagen, ich hau mir noch mal so eine Aura. Das hier gönne ich mir einmal. Dann gucke ich noch, was ich bei dem Typ mir holen kann.
Time for a confession. A skill is as good as its user. Remember this always and further. Also, während des Prügelns ist auf jeden Fall der Konter wesentlich praktischer. Ich finde aber die Fähigkeiten, die sie selber so finden kann, wesentlich cooler und praktischer. Allein dieses Lightning Speak. Dieses Elektriskalpell, das war auch eine Fähigkeit von ihr. Diese Toxic Bomb auch. Bei ihm habe ich auch noch mal was unlocked. A nice value. Thank you. Weil seine Spells hier alle unlocked. Ich kann wieder ein bisschen was abholen, habe ich gerade gesehen. Einfach collect all. Muss ich gar nicht erst suchen. My child. So. Dann kriegt man halt mehr von diesen Quartz und kann man sich später in dem Shop wesentlich mehr kaufen. Dieses Aura-Ding, das wäre etwas, was ich als erstes komplett aufs Maximum pushen würde. Einfach damit ich wesentlich mehr aber Fähigkeiten habe. Ein bisschen mehr Leben zu haben, klingt aber auch nicht schlecht. So, ich würde jetzt aber an der Stelle sagen, ich mache hier jetzt für heute Schluss. Also von den Fähigkeiten her selber ist die Frau auf jeden Fall besser. Im Kampf, was diese Section Shift Spell angeht, ist klar der Konter wesentlich cooler. Ich könnte ja mal meine Kollegen fragen, ob einer von denen mit da drin will. Am ehesten würde ich dann Sunny fragen oder Akaya. Bei einen kann ich ja offenbar dazu holen. Und das offenbar sogar über ein Parsec. Also ja, da kann ich ja mal anfragen. In das Spiel kommt man ja auch relativ schnell rein. Und die Story, die erklärt sich ja mehr oder weniger von selbst. Auf jeden Fall, an der Stelle hoffe ich, dass jeder Spaß mit dem Stream bzw. Video hatte. Bei YouTube werde ich es wahrscheinlich so schneiden, dass ihr nur Runs seht, wo ich dann auch was Neues entdecke. Beispielsweise die zweite Ebene. Eventuell seht ihr manche Streams gar nicht, wenn ich überhaupt keinen Fortschritt habe. Na gut, irgendwas seht ihr da dann auf jeden Fall. Ihr seht dann eventuell den besten Run. Da gucke ich dann, wie ich das mit dem Schneiden mache. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, Leute, Abo und ein Like da lassen, würde ich sagen, auf YouTube, ein Follow auf Twitch. Beides ist gegenseitig verlinkt. Und an der Stelle sage ich dann schon mal Ciao für die YouTube-Gesellschaft.